werde ich gleich mal überprüfen. Danke, Tom. Gute Nacht. Nacht, Carla. Cool, also gerade eben konnte man die Tür noch nicht benutzen. Das ist natürlich komisch. Super. Ich rufe Tyler an. Ja, schön. Das ist geil. Jetzt können wir den anrufen und dem damit teilen. Mit dem Code oder der ID von der Bank. So, Tyler, geh ran. Ja? Auf dem Lesezeichen müsste ein Wasserzeichen mit dem Bankcode drauf sein. Ich guck nach und ruf dich zurück. Theoretisch könntet ihr auch am Telefon bleiben. Also, wäre natürlich so logisch betrachtet. Ah, natürlich müssen wir es mit Carla erst wieder zurückschicken. Oder, nee, warte mal, den haben wir doch, das haben wir auf den Tisch gelegt, so. Jetzt ist das alles ein bisschen organisierter. So, haben wir hier den Stribbel. Und deswegen hat er auch durchs Licht geguckt. Na, findest du's? Wir sollten auch erstmal das Licht anmachen. Und jetzt müsste er das sehen können. Ist zwar leicht logisch, aber... So, guck mal genau hin. Bewegen Sie das Licht mit Hilfe des Joysticks oder der Richtungstasten. So. Ah, hier ist er. Ich glaube, ich hab's. Geil, super. Das Teil? Freut mich. Ich hab den Code. Es dürfte ein Kinderspiel sein, die entsprechende Bank zu finden. Diesmal haben wir ihn in der Hand. Ich glaube, ich statte der Bank morgen einen Besuch ab. Soll ich gehen? Nein. Nein, ich gehe lieber selbst, wenn du nichts dagegen hast. Ich möchte sehen, wie unser Mann aussieht. Wir treffen uns dann später auf der Wache und ziehen Bilanz. Bis morgen, Tyler. Okay, bis dann, Carla. So. Mit wem spielen wir denn jetzt? Lukas. Ist das dunkel hier? So, das Telefon. Und irgendwie sind hier so leichte Schatten. Hallo? Lukas Kane? Nastern Nachtitlan, Kastanechli, Quechnitlanar, Nastilan, Krechni. Ratsmarsquestinar, Vatanovquestinitlar. Okay. So, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir allem ausweichen, was er uns jetzt entgegenschmeißt. Vermutlich versucht er uns zu eliminieren, weil wir wissen, wer er ist. Oder hoffentlich bald wissen, wer es ist. Zack. Und das ist natürlich alle Vision. Also das passiert alles in seinen Gedanken, soweit ich das mitbekommen habe. So, zack. Gut entwischen. Zack. Die ganzen Stühle. Jetzt kommt selber der Tisch. Nice. Den haben wir zum Beispiel, den Boxsack haben wir zum Beispiel umgeschmissen. Nichts trifft uns. Perfekt. So, zack. Hui. Und der hört gleich auf, noch Sachen nach uns zu schmeißen. Jetzt kommt sogar selber das Sofa auf uns zu. Zack. Hoffen. Sogar das Telefon greift uns an. Bald ist unsere ganze Einrichtung hier. So, jetzt können wir dagegen drücken. Wieder mit links und rechts drücken. Auf die Plätze. Und weiter geht's. Das ist jetzt gerade alles kombimäßig. Zack. Jetzt muss ich wieder drücken. Gut. So. Das schaffen wir. Jetzt geht's wieder los mit Drücken. Zack.
und die letzte Kiste. Hopp. Und wieder gegendrücken. Wir können es schaffen. Komm, Lukas. Und weiter geht's. Jetzt fliegen uns unsere Gemälde um die Ohren. Das lässt du auch alles so rumliegen, Lukas. Hopp. Und sogar die Pflanzen sind garstig auf uns. Das ist ja... Die suchen wahrscheinlich Streit gerade. Was? Jetzt fliegen sogar die Dachbalken. So. Schnell entgegendrücken. Müssen wieder ganz schnell rein. Und... Was greift uns jetzt an? Sogar der Pfeiler selber. So, hoffentlich schaffen wir das. Zack. Gut ausgewichen. Jetzt kommen die Bücher. Na komm, schmeiß doch alles nach uns. So, zack, zack. Also bisher hat uns noch nichts getroffen. Das ist eigentlich super geil. Das freut mich auch. Weil ich weiß bei den letzten Teilen, dass ich hier immer ziemlich oft total verkackt habe. Auf gut Deutsch. So, zack. Und was kommt uns jetzt? Wir haben keine Einrichtung mehr, so wie es aussieht. Und hier bricht alles zusammen. Jetzt müssen, jetzt müssen wir wieder... Jetzt muss hier wieder gedrückt werden. Zack. Jetzt bricht alles zusammen. Die ganze Welt, wie er sie gekannt hat. So, dann schnell hinrennen. Erstmal schön mit Slow-Motion-Effekts. Muss ich noch klicken, oder? Lukas' Geschichte verfolgte mich die ganze Nacht. Ich musste zu ihm, musste ihn sprechen, um zu erfahren, was Agatha ihm erzählt hatte. Ich wollte ihm von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen und die Wahrheit hören. Ich war noch nie bei ihm gewesen und fand seine Wohnung nicht sofort. Ich glaube hier links. Lukas Kane, hier ist es. Ja komm, dann nicht lang quatschen, klingeln und Tür aufbrechen. Mach die Tür auf, Mann. Lukas, mach schon auf. Lukas. Ja, komm, einfach die Tür aufmachen. Ich könnte schwören, da drin hat jemand geschrien. Dem Portier zufolge ist Lukas zu Hause. Aber er macht nicht auf. Lukas ist in Gefahr. Mir bleibt keine andere Wahl. So, komm. Bam. Und offen. Ja, siehst du doch. Hinter. Nicht lang quatschen. Hol ihn. Zack. Lukas! Oh mein Gott! Ja, komm, schnell hoch! Zieh ihn hoch! Hopp! Die ganze Kraft aufwenden! Einfach schön nach links und rechts. Lukas! Um Himmels Willen! Bist du verrückt? Was ist mit dir los? Die Wände! Die Wände wurden weggeblasen! Der Wind! Der Sturm! Warum hast du das getan, Lukas? Warum? Jemand versuchte, mich umzubringen. Um Himmels Willen, Lukas. Außer mir und dir ist hier doch niemand. Du warst allein, als ich ankam. Ganz allein, Lukas. Ich verstehe nicht, was los ist, Markus. Was ist mit mir los? Beruhige dich, Lukas. Alles wird gut. Ich werde dir helfen. Ganz sicher. Puh. Das ist noch Geschwisterliebe. Ich hatte Markus schließlich überzeugt, mich rausgehen zu lassen. Ich hatte fast den ganzen Tag geschlafen, während er über mich gewacht hatte. Ich musste raus und wieder in die Wirklichkeit zurückkehren. Meine körperliche Verfassung verschlechterte sich rapide. Meinem Geisteszustand erging es ähnlich.
Ich spürte, wie ich abglitt. Und ich wusste, ich würde bald den Boden unter den Füßen verlieren. Na, Vision? Hallo, ich heiße Carla Valenti, ich bin von der New Yorker Polizei. Die Polizei, sie haben mich. Nein, sie haben dich nicht. Da wird schon nichts passieren. Hoffe ich jedenfalls. Also, oder muss ich jetzt abhauen? Ah, hier ist das ein Stück. Ein Fetzen Computerpapier. Muss ich als Lesezeichen benutzt haben. Ja. Haben wir Mülleimer irgendwo? Oh, das verstecke ich am besten. Hoffen wir es. Ach so, ist schon versteckt. Gut. Dann setzen wir uns einfach mal wieder hin und können wir jetzt einfach weiterarbeiten. Ja, komm, wir arbeiten mal weiter. Also, uns kann nicht wirklich irgendwas passieren. Wir haben ja jetzt versteckt, das, was uns hätte entblößen können, sag ich mal. Und jetzt kann die Carla Valenti ruhig rein und uns mal befragen. Und ja. Gut, ein paar Sekunden noch. Und dann geht das auch schon los. Hallo, ich heiße Carla Valenti, ich bin von der New Yorker Polizei. Sie sind Lucas Kane, oder? Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Sie möchten mir Fragen stellen? Nun, man kann nie wissen. Dauert nicht lange. Scheiße. Was möchten Sie wissen? Können Sie bestätigen, dass dieser Ausdruck von hier stammt? Wird er das Wasserzeichen erwähnen? Ja, das Papier stammt von hier. Das Wasserzeichen enthält unseren ID-Code. Lässt sich feststellen, wer es ausgedruckt hat? Hoffentlich nicht. Der Direktor hat mir bereits einige Infos gegeben. Mal sehen, ob ich noch mehr erfahre. Einfach die Wahrheit. Diese Art Papier wird von den Börsenhändlern benutzt, um ihre Notierungen auszudrucken. Aber von denen gibt's hier über 100. Gut, weiter geht's. Einfach immer die Wahrheit sagen, würde ich sagen. Dieser Typ ist echt angespannt. Ist wahrscheinlich nervös, weil er verhört wird. Alles in Ordnung, Herr Kane? Ja? Ja, entschuldigen Sie. Lässt sich feststellen, auf welchem Drucker genau diese Seite ausgedruckt wurde? Was hat der bloß? Meine Fragen scheinen...